Sie sind heutzutage zwar nicht mehr so verbreitet wie in den 80er und 90er Jahren, aber es gibt sie nach wie vor. Die Rede ist von Haustürgeschäften, also Unternehmen, die Mitarbeiter von Tür zu Tür schicken, um so ihre Produkte zu verkaufen. Die Adressen dafür können zum Beispiel von Handelsketten stammen. So war es auch im Fall eines Zuschauers, der sich über einen Vertreterbesuch bei sich zu Hause gewundert hat. Was da genau passiert ist, hat der Markus Weibel erzählt. Robert Mozoritz aus Wien ist bereits seit Jahren Kunde bei der Handelskette Weltbild. Schon öfter hat er hier Bücher bestellt. Vor einigen Wochen dann der Anruf einer Mitarbeiterin des Unternehmens. Weltbild wolle die Kundinnen und Kunden besser kennenlernen. Man würde deshalb gerne jemanden für eine Befragung vorbeischicken. Der Pensionist hatte nichts dagegen einzuwenden. Wenige Tage später erschien ein Mann, der scheinbar im Auftrag des Buchhändlers gekommen war. Seine Erklärung für den Besuch? Es handelt sich hier um eine Umfrage betreffend eines Bonusprogramms von Weltbild. Und man sucht hier nach Produkten, die man in diesem Bonusprogramm halt verwerten kann. Im Lauf des Gesprächs soll der Vertreter plötzlich nach den Schlafgewohnheiten von Herrn Mozoritz und seiner Frau gefragt haben. Ab diesem Punkt ist es mir etwas merkwürdig vorgekommen. Ich habe ihm dann erklärt, wir haben ein neues Bett, neue Matratzen, da ist alles in Ordnung. Wir haben auch keinerlei Beschwerden. Der Vertreter wollte Herrn Mozoritz etwas verkaufen, um einen nur heute gültigen Sonderpreis. Und hat dann erklärt, dass es sich hier um Anführungszeichen Wohlfühlprodukte handelt. Matratzen, Decken, Polster. Lauter Dinge, die mit dem eigentlichen Geschäftsfeld von Weltbild nichts zu tun haben. Hubert Mozoritz beendete das Gespräch mit dem Vertreter, weil er kein Interesse an einem Kauf hatte. Der Pensionist erkundigte sich beim VKI, auf welcher rechtlichen Basis seine Daten weitergegeben wurden. Ein Unternehmen kann selbst ohne Zustimmung des Kunden sogar für ähnliche Produkte Werbung machen. Ja. Viele Unternehmen allerdings haben in allgemeinen Geschäftsbedingungen Klauseln, wo sie sozusagen sich die Zustimmung zur Datenweitergabe geben lassen. Genau das ist bei Weltbild der Fall. Auf der Website sind Unternehmen aufgelistet, denen Kundendaten mitgeteilt werden. Meistens geht es ja um die Adresse, also Name, Vorname, Nachname, Postleitzahl, allenfalls noch ein Geburtsdatum, dass man ein bisschen eingrenzen kann, wofür bekommt man Werbung. Ja, und diese Daten werden dann für gutes Geld verkauft. Herr Mozoritz gibt an, dass der Verkäufer nicht erklärt habe, für welche Firma er tätig ist. Er hat auch tunlichst verhindert, dass er hier irgendwie scheinbar identifiziert wird oder dass man das Unternehmen irgendwie findet. Erst eine Nachfrage bei Weltbild ergab, dass es ein Mitarbeiter der Firma Dreamland war. Um solche Besuche zu verhindern, kann man sich in die sogenannte Robinson-Liste aufnehmen lassen. Sie wird beim Fachverband Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer geführt. Die österreichischen Adressverlage und Direktmarketingunternehmen sind verpflichtet, ihre Datenbestände, um die Personen zu bereinigen, die in diese Liste eingetragen sind. Wir stellen den österreichischen Adressverlagen und Direktmarketingunternehmen diese Liste online zur Verfügung. Wir haben hier die höchsten Sicherheitsvorschriften und Qualitätsvorschriften, die es gibt. Ähnlich wie beim Online-Banking, dass datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist und dass hier kein Missbrauch betrieben werden kann. Robert Mozoritz wird nun keine unerwünschten Vertreterbesuche mehr erhalten. Es bleibt ein Nachgeschmack, weil man sich auf in dem Fall wirklich eine so eine renommierte Firma wie Weltbild eigentlich verlassen möchte oder verlassen würde. Und dann kommt so eine Geschichte heraus, die nicht sehr rühmlich ist. Weltbild geht jedoch in einer Stellungnahme gegenüber heute konkret davon aus, dass man den Kunden korrekt über den Besuch der Firma Dreamland informiert habe.